Wir gucken uns heute die 100 bestbewertesten Spiele in FIFA 23 an. Und Nummer 100 ist Giorgio Chiellini. Der ist der schlechteste von denen. Mit einer 85, mit 38 immer noch. In der MLS bei Los Angeles FC, glaube ich, heißt's. Gucke, der bleibt. Boah, der ist auch schon 31, ne? Der bleibt bei einer soliden 85. Handanovic. Der ist auch schon steinalt. 38 wird der. Ui. Aber immer noch top bei Inter. Immer noch top, kann man nichts sagen. Ramos. Oh, das ist der Erste, der wehtut. Ui. Ui. Ich meine, die Karte ist immer noch geil. 70 Pace, 70 Schuss. Alles über 70 für einen Innenverteidiger. Aber, oh, er hat jetzt Neck-Tattoos auch. Stabil. Aber einfach, ja, verletzt, wenig gespielt. Kostic, ein Frankfurter, ist bei den 100 besten Spielern dabei. Nicht schlecht, aber hat er sich auch verdient. Also, vorausgesetzt, er bleibt bei Frankfurt natürlich. Jan Sommer, solide bei der 85, hätte ich fast gesagt 95. Das wäre dann doch ein bisschen viel. Auch Gulaschi. Ja, Bundesliga und Torhüter, gell, das passt einfach zusammen. Da haben wir wirklich, wirklich gute Leute. Castells ja auch noch vielleicht, was... Gucken wir mal, ob der dann auch auf 86 geblieben ist. Busquets. Oh, die Karte sieht einfach nicht nach einer 85er-Karte aus. Das ist eigentlich immer das Schlimme bei Busquets-Karten auf den Stats hier. Sieht immer so aus, aber ja. Gucken wir mal. Jorginho bleibt auch auf der 85. Das Einzige, was wahrscheinlich gefixt wurde, sind seine Elfmeter, dass die nicht mehr so deadly sind. Insigne zu Toronto. 85. Ja, ist okay. Ich bin gespannt, wer dann der erste 86er ist. Wer da dann so kommt. Bonucci, auch der bleibt bei einer 85. Der ist auch 35, ne? Der ist nicht so viel jünger als Chiellini. Das darf man auch nicht vergessen eigentlich. Weil Verde... Gut, Upgrades. Geht völlig in Ordnung. 85. Könnte man vielleicht sogar eine 86 andenken. Ja, aber ist schwer zu sagen natürlich. Magnan, eine richtig gute Saison gespielt mit dem AC Mailand. Auch verdientes Upgrade. Und Coman, oh nein, Coman, Downgrade? Downgrade für Coman? Okay. Okay, 85er. Gut. Weiß nicht, ob ich da mitgehen würde. Nabil Fekir, immer noch bei Betis Sevilla. Bei dem habe ich irgendwie gar nichts mehr mitbekommen, so wirklich. Firmino. Firmino bleibt am gleichen Rating. Kann man, finde ich, auch noch niedriger gehen, denn der hat nicht so wirklich viel gespielt. Und wird auch diese Saison mit Luis Diaz nicht die wahnsinnige Rolle spielen. Kann ich mir nicht vorstellen. Di Maria. Zu, ja, immer noch eine geile Karte für einen Flügelspieler mit 34. Varane, absolut verdientes Downgrade. Der war gefeierter Star eigentlich. Und hat genug Geld gekostet. Aber geliefert, naja, gut, wie so wenige bei Manchester United auch. Immer noch 85er, jetzt hoppala, wir brauchen mal die 86er hier, Freunde. Gibt's ja nicht. Aubameyang vielleicht. Nee, der auch nicht. Der auch nicht. Aber trotzdem, ja, immer noch gute Pace für sein Alter, gute Karte, guter Stürmer für Barcelona. Auch wenn da ja jetzt Lewandowski ist, von dem her, naja, etwas schwierig. Kylie Walker. Bleibt auch da. Matip. Oh, Matip bekommt ein geiles Upgrade. Ein Ex-Schalker. Jetzt gerade ja Geburtstag gehabt. Das freut mich, dass der da bei den Besten dabei ist. Carrasco. Der hat sich wieder gefangen, nachdem er ja irgendwann mal vor 5 Jahren, glaube ich, nach China gegangen ist. Jetzt wieder bei Atletico, sich gut etabliert und wieder eine 85er-Karte. Als ob er nie weg gewesen wäre. Der Licht. 80 Millionen oder so für zu Bayern. Immer noch ein 85er. Sancho vielleicht. Auch ein 85er. Ja gut, wieder so einer bei Man United. Einfach nicht geliefert. Einfach nicht geliefert. Martinez. Aber der ist Martinez. Da kann ich auch. Da kann man auch höher gehen. 86. Fände ich völlig vertretbar. Phil Foden als nächstes. Ja,
Es sind natürlich trotzdem Bereiche, wo man nicht mehr plus 8 Upgrades oder so herschmeißen kann. Aber plus 3 hier ist schon saftig von Diogo Jota. Und der nächste Grund, warum Firmino nicht wirklich spielen wird. Memphis Depay. Er war, glaube ich, sogar Topscorer von Barca zum Schluss. Gnabry, die einzige Evolution von Gnabry ist der Bart und die Frisur, die noch wilder geworden sind. Gündogan, nächster Deutscher. Vinicius. Oh, das ist ein fettes Upgrade. Das ist ein fettes Upgrade. Und da würde ich sagen, ist okay. Kannst du plus 4 geben, kannst du plus 6 geben. Ja, 85 ist wahrscheinlich in Ordnung. Und der Kerl wird sich nächste Saison auch wieder weiter verbessern, das ist klar. Oh, jetzt haben wir gerade, übrigens, das war noch Vinicius, der 85er und Jamie Vardy hier, der erste 86er, bleibt auch bei einer 86, auch mit 35. Oyarzabal. Oh, ich hätte viel erwartet, aber hier nicht Oyarzabal. Ich habe auch nicht gewusst, dass der eine 85er-Karte hatte. Ja, holy Macaroni. Marco Reus? Marco Reus ist auch schon 33, Junge. Der bekommt auch nochmal ein Upgrade. Gut, sei ihm gegönnt. Parejo, der bleibt. Der Mann vom gelben U-Boot, das Passmonster. Das Passmonster rutscht unter 90 Passen. Ja, ich glaub's ja wohl. Ne, so nicht. Moreno, na gut. Immerhin bleibt der bei seiner. Immerhin kommt der auf 80 Pace. Das ist ja ein plus 1 Upgrade hier. Zumindest bei der Pace. Milinkovic, Savic. Endlich alles über 70. Sehr gut, die Pace drüber und auch der Schuss auf über 80 noch. Same bei Jordi Alba, den Schuss drauf bekommen. Ja, Jordi Alba, glaube ich, naja, es wird das letzte Jahr wahrscheinlich, wo er dieses Rating hat, dann glaube ich, wird es ein bisschen einen Downfall geben. Hier Suarez, da gibt es schon den Downfall, minus 2, ja, auch im Alter geschuldet und jetzt zurück nach Uruguay gegangen. Alaba, ja Mann, verdient, Alaba David, Junge, 86er. Finde ich absolut, absolut berechtigt. Eine richtig gute Saison bei Real Madrid gespielt, sich sofort eingefunden. Keine Anpassungsschwierigkeiten. Leroy Sané plus 2? What? Nee. Nee, die erste Halbserie war richtig gut, klar, aber dann war es halt nix. Also, nee. Boah, ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig, würde ich nicht sagen. Pogba minus 1. Ja gut, Manchester United spielt halt wieder, aber wird bei Juve, glaube ich, richtig aufdrehen wieder. Hakimi, wieder verbessert. Geht für mich in Ordnung. Dybala minus 1. Dybala zu AS Rom, das ist auch so ein ganz, ganz komischer Transfer und einfach so, ja, das, so happy war er bei Juve damals noch und jetzt so bei, ja, keine Ahnung. Hätte er sich sicher mehr erwartet, wenn er ganz, ganz ehrlich ist. Also, Skriniar, 86er. Boah, das ist so eine geile Innenverteidigerkarte. Ich bin so gespannt, ob der Kerl nochmal einen Wechsel bekommt. Ob der irgendwo noch anders, keine Ahnung, Premier League oder vielleicht Real, Barca irgendwo. Pff. Oder ob der bei Inter wirklich bleibt, ob das für den einfach perfekt passt. Ach, Thiago Silva bekommt mit 37 ein Upgrade. Ja, moin, natürlich, natürlich. Aber hat er sich auch verdient, hat gut verteidigt. Bin gespannt, ob er das... Wie lange das noch gut geht. Barella. Passt. Plus 2. Ja, Kunku ist auch einer von den wenigen, die da ein richtig fettes Upgrade bekommen haben. Hier, 6 absolut verdient. Spieler der Saison in der Bundesliga letztes Jahr. Eine absolut geile Saison gespielt. Lukaku, der muss minus. Jawohl, minus 2. Gucken wir mal, ob er bei Inter zu seiner alten Form wieder zurückfindet. Naja. Gucken wir mal. Und Thiago, der bleibt gleich. So, Freunde, das war jetzt Teil 1. Ich mache noch Teil 2, sonst wäre das Video zu lang. Guckt gern auch noch dieses Video hier und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.